Hallo liebe Kinder, herzlich willkommen zu einer neuen Sunny Highway Kinderstunde. Wir freuen uns riesig, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist der letzte Teil von unserer Mary Slessor Serie und wir waren dabei stehen geblieben, wie Mary bei dem Häuptling Edim wohnte. Eines Tages kam ein Häuptling von den benachbarten Dörfern oder von einem benachbarten Dorf in das Dorf, wo Mary gerade beim Häuptling Edim wohnte. Dieser Häuptling und seine Männer breiteten sich einfach in dem Dorf aus und begannen Feste zu feiern und ganz viel Alkohol zu trinken. Es wurde so schlimm, dass sie sich sogar gegenseitig bekämpften. Sogar Häuptling Edim und sein Stamm hatten Angst vor ihnen. Mary schaute diesem Treiben mehrere Tage lang zu, bis sie irgendwann genug hatte. Sie sagte sich mit mutiger Entschlossenheit: Ich gehe jetzt zum Häuptling. Ich werde diesen Kampf ein Ende bereiten. Gib mir deine Flasche! Häuptling Ninjiri! Was willst du? Wie lange willst du denn hier noch sitzen? Geh nach Hause! Weiße Frau mit den Feuerhahn, du weißt schon, dass ich dich jetzt umbringen könnte. Nach Hause mit euch! Geht dahin, wo ihr hergekommen seid! Der Häuptling war sehr verblüfft über Marys Mut und hatte großen Respekt. Nachdem Mary noch ein paar Mal in einer solchen Situation eingegriffen hatte, kam er nie wieder. In ihrer ganzen Arbeit musste Mary oft an die vielen Menschen denken, die noch Hilfe brauchten und die vor allem nichts von Jesus gehört hatten. Sie sah so viel Not und konnte alleine immer nur an einem Ort helfen. Als sie einmal wegen einer schweren Krankheit in Schottland war, nutzte sie, als es ihr besser ging, die Zeit bei vielen Versammlungen und Gottesdiensten, um andere Christen zu erreichen und um sie zu motivieren, Missionare zu werden. Wenn ihr doch nur sehen könntet, was ich an Leid und Elend in Afrika gesehen habe, ihr würdet weinen, bis euer Herz schmerzte. Hier in Schottland gehören 31 Millionen Menschen zu der englischen Kirche. Und ich habe sie alle aufgerufen, doch nach Afrika als Missionare zu gehen. Aber keiner will Missionar werden. Gerade diese Leute in Afrika brauchen doch Jesus. Also, wer will mitgehen? Wer will Missionar werden? Weiße Frau, sonst kostet das dein Leben. Ich habe keinen Alkohol. Und wenn ich welchen hätte, dann würde ich euch auch keinen geben. Du weißt wohl nicht, wer wir sind. Die Bande von Naya lässt sich das nicht gefallen. Genau! Gib uns Alkohol! Ihr seht hungrig und müde aus. Also wenn ihr etwas zu essen haben wollt, könnt ihr drüben die Wände vom Schulhaus verputzen. Was? Wieso soll ich für dich arbeiten? Vielleicht bringen wir dich einfach um? Ja! Also wenn ihr mich umbringt, werdet ihr gar nichts zu essen haben. Also Hunger hab ich schon. Na gut, weiße Frau mit Feuerhaaren. Wir werden dein Haus verputzen, wenn du uns eine anständige Suppe kochst. Abgemacht.
Hier habt ihr das Werkzeug. Von dieser Frauenbande habe ich schon so viel Schreckliches gehört. Und dass sie auch noch zu mir gekommen sind. Danke Gott, dass du sie zu mir geschickt hast und dass sie auch noch auf mich gehört haben. Einmal überfielen die Arosch ein anderes Dorf und nahmen 800 Eingeborene gefangen. Hakuma! Hanna! Hufa! Hufa! Keiner überlebte. Daraufhin schickte die Regierung 9000 britische Soldaten in das Gebiet der Arosch, um dem Ganzen ein Ende zu bereiten. Das versuchten sie zuerst durch Verhandlungen mit den Arosch. Sie wollten nicht kämpfen, wenn es nicht unbedingt nötig war. So kam es dazu, dass sich der Anführer der britischen Soldaten und der Häuptling der Arosch gegenüberstanden. Ihre Männer warteten jeweils auf den beiden Seiten darauf, ob der Kampf losgehen würde. Dort hinten in der Wildnis sind 4 Millionen von meinen Kriegern. Ich bin der Häuptling der Arosch. Sie werden kämpfen und euch alle platt machen. Wir sind 9000 Soldaten. Wir haben aber gute Gewehre und Munition. Ihr habt keine Chance gegen uns. Wir werden gegen euch kämpfen, wenn ihr nicht bereit seid, mit den anderen Frieden zu schließen. Hört doch auf mit der Zauberei und der Sklaverei und lasst die kleinen Dörfer in Ruhe. Dann kann jeder in Frieden nach Hause gehen. Wir müssen nicht miteinander kämpfen. Wir haben von einer klugen weißen Frau gehört, die auf der anderen Seite des Flusses wohnt, im Okoyong-Stamm. Wir werden in keinem ihrer Punkte einwilligen, bevor nicht diese Frau hierher gekommen ist und uns Rat gegeben hat. Das überrascht mich jetzt. Ihr wollt auf die Entscheidung einer Frau warten? Na gut, ich will ihr eine Botschaft senden, um zu erfahren, ob sie kommt. Ich wurde gerufen. Was wollt ihr von mir? Weiße Frau, ich bitte Sie um einen Rat. Was sollen wir tun? Sollen wir auf diese weißen Männer hören oder nicht? Diese Menschen gehören zu meinem Volk, O Häuptling. Erlaubt ihnen, Gesetz und Ordnung in dieses Gebiet zu bringen. Sie werden euch helfen, Straßen zu bauen, Kirchen und Schulen. Ihr braucht keine Angst haben, sie werden euch nichts Böses tun. Sie wollen, dass es euch gut geht und dass ihr in Besitz von Dingen kommt, die euch das Leben erleichtern. Häuptling, ich rate Ihnen, höre auf diese Männer. Ich habe schon viel von dir gehört, weiße Frau. Du sollst so viele gute Taten vollbracht haben. Außerdem sollst du mit einem Gott reden können. Er spricht mit dir. Deshalb höre ich heute auf deinen Rat. Du hast heute vielen Menschen das Leben gerettet. Ich werde mit meinen Kriegern abziehen. Ich glaube, das war das erste Mal, dass der Häuptling auf den Rat einer anderen Person gehört hat. Und dann auch von einer Frau aus Schottland. Sir Ralph, ich habe eine Bitte an Sie. Seit so vielen Jahren versuche ich, die Erlaubnis zu bekommen, zu diesen Menschen zu gehen. Aber es wird mir immer gesagt, dass es zu gefährlich ist. Aber ich weiß doch, dass Gott mich dorthin schickt. Und überhaupt brauchen Sie jetzt erst recht eine Missionarin. Erlauben Sie mir, zu den Arosch zu gehen. Machen Sie das, dann werde ich meine Soldaten zurückziehen können. Vielen Dank. Mary Slessor war eine ganz besondere Frau. Sie stand nicht nur auf einem Berggipfel und predigte von oben herab. Sie kam zu den Menschen, sie lebte unter ihnen, aß ihr Essen, schlief in ihren Hütten und zeigte durch ihr eigenes Beispiel, was richtig und was falsch war. Immer noch gibt es Menschen, die darauf warten, das erste Mal vom Herrn Jesus zu hören. Gott ruft immer noch nach neuen Mitarbeitern. Antwortest du auf seinen Ruf? Damit Menschen auf der Welt von Jesus hören können. Vielleicht möchte er, dass du nach Afrika gehst. Oder an einen anderen Ort auf dieser weiten Welt. Vielleicht möchte er, dass du ihm bei dir zu Hause dienst. Bist du bereit, dorthin zu gehen, wo er dich haben möchte?
liebe Kinder, herzlich willkommen zur Bibelentdeckerrunde. Ja, diese Mary war wirklich eine sehr mutige Frau. Sie tat das alles im Glauben an Gott. Und in der Bibel, im Hebräerbrief, könnt ihr ganz viele solcher Zeugen, von solchen Zeugen des Glaubens lesen, die das Unmögliche möglich gemacht haben, nicht aus sich selber, sondern durch den Glauben an Gott. Ja, die Mary hatte so einen Glauben, sie hat sogar einen Krieg verhindert, was Gott alles tun kann. Ja, Kinder, bis jetzt seid ihr mir auf der Missionsreise ja gefolgt. Und ja, wo bin ich jetzt? Auf einer Insel, genau. Und jetzt habe ich ein Schiff genommen nach Perle. Und da musste ich über ein Meer drüber segeln. Und eure Aufgabe ist es jetzt, herauszufinden, wie dieses Meer heute heißt. Also, wie heißt das Meer, über das ich jetzt als nächstes gesegelt bin? Und für die größeren Kinder findet man heraus, welche Länder alle heute an diesem Meer liegen. Ich verrate euch mal, meine Heimat Israel liegt auch an diesem Meer. Ja, tatsächlich. Malt mal auch eine Flagge, eine Nationalflagge von einem Land, was an diesem Meer liegt. Vielleicht sogar die Flagge von Israel. Und schickt das Bild und die Namen an die bekannte E-Mail-Adresse kids@sunny-highway.de. Und wie immer brauchen wir das bis nächste Woche Freitag. Genau. So, jetzt kommt aber die Preisverleihung. Und ich hoffe, dass du gewinnst. Ich sage Shabbat Shalom. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Hallo liebe Kinder, hier bin ich wieder für die Preisverleihung. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Mir geht es soweit gut. Ja, ich bin mal gespannt, wer heute gewinnt. Aber bevor wir schauen, wer gewinnt, dann erstmal wollen wir uns eure wunderschönen Bilder zusammen anschauen. Also für die Preisverleihung diese Woche möchte ich gerne mit euch ein Spiel spielen. Beziehungsweise werde ich allein spielen, leider, weil ja, durch den Internet geht das nicht so gut. Aber ja, ich möchte gerne Stapelmenschen spielen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist eigentlich ein sehr lustiges Spiel, relativ alt, wie ihr seht. Die Packung ist gar nicht so neu, aber das macht echt Spaß. Und das Ziel ist, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, so einen Turm zu bauen mit so Stapelmännchen. Und man spielt jede nacheinander und versucht, einen Stapelmensch auf dem Turm zu positionieren. Und am Ende wird es wirklich sehr wackelig.
Und ja, man muss wirklich aufpassen, weil wenn der Turm zusammenbricht, dann hat man verloren. So funktioniert es normalerweise. Heute möchte ich eine kleine Anpassung des Spiels machen oder vornehmen, damit wir zwei Gewinner für diese Woche finden können. Das zeige ich euch gleich. Also die Anleitung brauchen wir nicht, wie gesagt, weil wir spielen nicht nach Anleitung. Und die erste Sache, die erstmal anders ist als im Normal, die Stadtmenschen haben einen Namen. Hier, jeweils eine eure Namen. Ich habe die allerdings alle nach unten gedreht. Das heißt, wenn ich Stapelmenschen aus dem Box nehme, weiß ich nicht, wie sie heißen. Das ist wirklich zufällig. Ich kann die auch noch gut mischen. Genau, also ich weiß wirklich nicht, wer da, wie die Stapelmenschen heißen. Und wir machen so, ich werd versuchen, einen Turm zu bauen, aber in dem Fall der Gewinner ist, wenn, also ich werde Gewinner finden, wenn nämlich ich Stapelmenschen lege und ich der Letzte, die ich auf dem Turm positioniere und wenn sie zusammenbricht, dann hat die Person gewonnen. Genau, so machen wir, damit ich zwei Gewinner haben kann. Das heißt, natürlich der Erste, die ich nehme, normalerweise wird die Turm zusammenhalten. Das heißt, die Person kann nicht gewinnen, aber ich weiß wirklich nicht, wer ich nehme. Das ist zufällig. Und wir machen das zweimal. Genau. Damit wir zwei Gewinner haben. Dann starten wir. Okay, ich nehme der Erste. Und genau. Dann machen wir weiter. So, das hält noch. Ei! Okay, das hat leider nicht so gut funktioniert. Aber das war der grüne Stapelmensch, der dazu, geführt hat, dass der Turm zusammengebrochen ist. Das heißt, der erste, also die erste Gewinner für diese Woche sind Alana, Hannah und Esther Milke. Herzlichen Glückwunsch. Dann starten wir nochmal. Ich nehme jetzt der weg, weil ihr schon einmal gewonnen habt. Und wir starten nochmal. Ich mische die noch gut. Und ich versuche diesmal, dass der Turm etwas größer wird. Ich weiß nicht, normalerweise schaffe ich das höher, aber irgendwie, keine Ahnung, vielleicht. Also heute Abend klappt es nicht so gut. Aber ist nicht schlimm. So. Jetzt haben wir schon zwei. Nee, das klappt nicht so gut. Dann versuche ich hier, weil wie gesagt, ich möchte gerne, dass der Turm etwas höher wird, bevor sie zusammenbricht. Genau. Ah ja, ich glaube, normalerweise darf man auch nur mit einer Hand, aber ja, da sind wir nicht so strikt heute Abend. So klappt es noch. Dann schauen wir mal, ob wir noch ein paar mehr. Ja, okay, dann nehme ich jetzt noch einen blauen. Wie gesagt, ich weiß nicht, welche ich nehme. So. Okay, diesmal haben wir ein bisschen mehr. Also unser Turm ist etwas größer. Dann bin ich mal gespannt, wann sie zusammenbricht. Ei! Okay, dann, das war dieser, der dazu geführt hat, dass der Turm zusammengebrochen ist. Und zwar, die Gewinner sind dann Amelie und Levi. Also herzlichen Glückwunsch. Insgesamt hatten wir Alana, Hannah und Esther Milke und Amelie und Levi. Ja, ich hoffe, dass ihr Spaß hattet. Also wie gesagt, das Spiel macht richtig Spaß. Ich weiß nicht, ob man das nochmal kaufen kann oder Secondhand, aber auf jeden Fall, ja, das macht richtig Spaß und man muss ein bisschen geschickt sein und sich ein paar Strategien überlegen. Ich war jetzt heute Abend nicht so gut, aber wir haben zwei Gewinner und das ist die Hauptsache. Genau, ich wünsche euch noch eine schöne Woche und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss! Thank you.
doch klar, geht zum Himmel Schritt für Schritt. Komm doch einfach mit. Hallo Kinder, hallo ihr, Sunny Highway war wieder hier. Hallo Kinder, hallo ihr, Sunny Highway war jetzt hier. Der Heiland, der liebt uns alle, groß und klein, lasst uns alle fröhlich sein. Hallo Kinder, hallo ihr, Sunny Highway war wieder hier. Hallo Kinder, hallo ihr, Sunny Highway war jetzt hier. Hallo